Darum soll es auch gar nicht gehen. Eher darum, so, was hat das Rad, was bringt das Rad mit, was kann das alles? Das Herzstück. Das Herzstück. Das wollen wir alle wissen. Was möchtest du denn wissen? Kilogramm, sagt der Hersteller. Ich habe jetzt ganz kurz gedacht, du meinst das ernst. Dieter ist wahrscheinlich einfach auf die Schaltgruppe gegangen, vermute ich. Ja. Richtig. Ist ein besonders leichter Reifen, gerade für Performance-Räder gemacht. Heute machen wir mal wieder was, wo ich sage, so, ja, in der Form musste ich mich ein klein wenig überwinden, dass wir das überhaupt tun. Aber ich wollte mir die Chance auch nicht nehmen lassen, bin ich ja ganz ehrlich. Ja, was erzähle ich im Laufe des Videos? Also wäre ja jetzt wohl ein Ding, wenn ich das jetzt im Voraus erzähle. Ein bisschen aufpassen mit dem Kaugummi. Du hast wahrscheinlich 5 Stück im Mund, oder? Und hier ein weiteres Video mit Nils Hogendorn. Moin erstmal. Ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe was Schönes mitgebracht und das ist das Stevens Super Prestige. Und Super Prestige auf diesem Kanal, ja, ich glaube tatsächlich nicht ganz unbekannt. Ich glaube als Radvorstellung noch nie dabei gewesen. Ich habe ja selbst mal ein Super Prestige gefahren, aber ob ich das mal vorgestellt habe in irgendeiner Folge, kann ich gar nicht sagen. Und Stevens hat ja wirklich schöne Fahrräder, funktionierende Fahrräder, wo man wirklich sagen kann, jo, also die bedienen sämtliche, ja, Radkategorien. Also vom Cyclecross, also hier haben wir wirklich ein echtes Cyclecross. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Hin zum Gravel, Trekkingrad, EMTB, MTB und Hardtail Fully. Es ist wirklich ein Riesensortiment bei Stevens, also man kann wirklich eine ganze Menge damit machen. Ja, und eigentlich könnte ich auch sagen, an dem Rad ist ja gar nicht so viel dran. So viel kann ich gar nicht erzählen. Ich meine, normalerweise stellen wir sämtliche E-Bikes vor. Wir haben auch schon mal hier das Fairdale als Gravel-Bike. Auch von Simplon gibt es ja auch das ein oder andere Gravel-Bike. Doch, ist schon immer auf dem Kanal, Gravel oder Cyclecross. Ich stecke die immer noch in einer Kategorie, wobei sie sich schon unterscheiden. Aber das soll jetzt kein Unterschiedsvideo werden. Was ist jetzt was? Für mich ist es immer eine Kategorie. Aber wenn du sagst, die unterscheiden sich schon immens, bin ich ja auch voll bei dir. Darum soll es auch gar nicht gehen. Eher darum, so, was hat das Rad, was bringt das Rad mit, was kann das alles? Und dafür, ja, wie soll es anders sein, habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Weil alles kann ich mir natürlich auch nicht im Kopf merken. Gerade wenn es so ein Rad ist, was ich nicht jeden Tag in der Hand habe. Aber ist auf jeden Fall spannend. Ich ratter das mal grob runter, dann hast du so eine ungefähre Vorstellung, was verbaut ist. Dafür habe ich auch mir den Zettel gemacht. Und hier, ja, Stevens verbaut einen FSA-Vorbau kombiniert mit einem, ja, Iscorpo Oxygen Lenker. Das ist beides Aluminium. Dann haben wir eine Vollcarbon-Gabel, da kommen wir gleich auch noch dazu, also da kann ich auch noch ein bisschen was drüber erzählen. Dann haben wir an dem ganzen Rad eine SRAM Rival-Gruppe, E-Tab Access, also wirklich ja, eine reine Gruppe, vollständige Gruppe, kann ich auch schon mal sagen. Dazu gehören natürlich auch die Bremsen und Laufräder. Als Laufrad haben wir dann ein DT Swiss Laufrad, als Reifen ein Schwalbe X1. Können uns den Lenker noch einmal angucken. Das ist wirklich ein, ja, klassischer Rennlenker, so wie man es auch erwarten würde bei so einem Rad. Ja, Aluminium habe ich gerade eben schon gesagt, FSA-Vorbau und was hier einfach schön zu sehen ist, wobei es auch, ja, ich will nicht sagen, immer mehr zum Standard wird, aber wir sehen es einfach häufiger. Das sind die voll integrierten Züge. Also ich glaube, aus der Perspektive, wo die Kamera jetzt guckt und was du auf deinem Bildschirm siehst, da siehst du wahrscheinlich nicht einen Bautenzug oder irgendeine Leitung. Wobei, so viele Leitungen haben wir an dem Rad, haben wir gar nicht. Ich möchte aber auch niemandem irgendetwas vorenthalten, weil gerade eben haben wir aus Sattelposition geguckt oder aus Sitzposition geguckt. Und wenn du vor dem Fahrrad stehst, dann siehst du natürlich hier schon die zwei Bremsleitungen. Und ich möchte auch noch mal den Schaltbremshebel zeigen. Das ist ein
Kombi-Instrument, könnte man dazu sagen, weil wir haben hier einmal ganz klassisch den Bremshebel und hier haben wir einen Drucktaster, mit dem wir tatsächlich einen Gangwechsel vornehmen können, was natürlich auch im Wettkampf ein deutlicher Vorteil ist. Jo, und als nächstes gucken wir uns mal die Gabel an. Wir haben hier eine Vollcarbon-Gabel und das kann man jetzt leider von außen nicht sehen. Ich habe mich auch ein bisschen mit dem Produkt beschäftigt und wir haben hier einen konischen Gabelschaft. Der Gabelschaft ist ja quasi hier ja, im Inneren vom Rahmen und durch einen konischen Gabelschaft haben wir erstmal viel mehr Stabilität und gleichzeitig auch noch mehr ja, Steifigkeit, kann man dazu sagen. Und die Gabel, die hat ein Gewicht so von ungefähr 520 Gramm. Habe ich nicht nachgewogen, aber nachgelesen, weil Stevens hat da eine gute Produktbeschreibung, muss ich sagen. Und das ganze Rad, wenn ich das so in der Hand habe, würde ich sagen, so ja, um die 8,6 Kilogramm. Aber ob das wirklich stimmt, das prüfen wir gleich mal. Weil ich habe hier so eine praktische Parktoolwaage. Ich halte die mal in die Kamera. Ich mache das mal hier so unterm Sattel. Ja, ja, sieht man alles. 8,6 Kilogramm, sagt der Hersteller. Und ja, die Pedale, ne? Müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier so wunderschöne Pedalen dran, also absolute Performance-Pedalen. Ja, so kann man das auch nennen. Ideal für einen Wettkampf gemacht, würde ich sagen. Super leicht, Aluminiumkörper, Kunststoff ummantelt. Das kann man schon gut an so einem Rad machen. Ich habe jetzt ganz kurz gedacht, du meinst das ernst. Dann gucken wir uns einmal den kompletten Rahmen an. Ja, wie soll es anders sein beim sportiven Fahrrad? Zwei Trinkflaschenhalter hier und hier. Das ist auch das Maximum, was du hier an Schraubösen findest, weil es ist ja wirklich ein Wettkampfrad, hat auch die UCI-Norm. Ja, da ist auch dann der wesentliche Unterschied zum Gravelbike. Also wenn man wirklich sagt, so was ist jetzt Gravel, was ist Cyclecross? Beim Cyclecross hast du keinerlei Möglichkeit, irgendetwas zu befestigen, wie Taschen oder irgendwelche Schraubösen für einen Gepäckträger. Und beim Cyclecrosser, also beim Gravel ist sowas halt dran. Aber wie gesagt, hier ist nichts dran, absolut clean, wunderschöne Optik, finde ich. Schön schwarz-weiß, beziehungsweise hier, ich weiß nicht, ob es im Video so rüberkommt, aber hier haben wir tatsächlich Sichtcarbon im Inneren vom Rahmen und hier außen ist alles wirklich in so einem schönen, klaren Weiß. Dieter ist wahrscheinlich einfach auf die Schaltgruppe gegangen, vermute ich. Ja. Richtig? Richtig, das Herzstück. Das Herzstück. Das wollen wir alle wissen. Was möchtest du denn wissen? Ja. Zähnezahl. Übersetzung. Erstmal, was ist für eine Gruppe verbaut? Ach, stimmt. Dann hätte ich ganz gerne ja, die Übersetzung, die da dran ist. Ja, was haben wir hier für eine Zähnezahl? Das ist wahrscheinlich somit das Wichtigste. Wir haben ein großes 46er Kettenblatt und ja, ist auf jeden Fall eine Zweifachkurbel. Und dementsprechend haben wir auch noch ein etwas kleineres 33er Kettenblatt. Geschaltet wird das hier auch. Ja, wie soll es anders sein, wenn wir eine SRAM Rival E-Tab Access haben? Dann ist er natürlich auch dementsprechend der passende Umwerfer dran. Was heißt das Ganze, Access oder E-Tab? Es ist eine elektrische Schaltung, die per Funk angesteuert wird. Ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, wir haben keinerlei oder wir sehen keinerlei Leitungen oder Bautenzüge. Aber hier ist auch kein Bautenzug für den Umwerfer verbaut und dementsprechend auch nicht fürs Schaltwerk. So können wir eigentlich auch direkt zum Schaltwerk gehen. Und wir haben hier eine 12-Fach-Kassette. Das kleinste Ritzel ist ein 10er Ritzel und das große ist ein 30er. So haben wir eine gute Bandbreite, eine feine Abstufung, gerade beim 12-Fach und das Ganze auch wieder ja, ein Schaltwerk, was per Funk angesteuert wird. Wir sind bei der Bremse. Wir haben hier eine Centerline-Bremsscheibe mit einem Durchmesser von 160 mm. Es ist eine zweiteilige Bremsscheibe und gesichert auf dem Laufrad mit einem Centerlock. Ich finde ja immer so ein Freilauf, der klingt schön, gerade wenn er so laut ist. Und manchmal braucht man nicht mal klingeln, wenn man mit so einem Rad unterwegs ist. Also es hat auch noch einen Vorteil. Und wenn man diese Sperrklinken hört und wenn die so laut sind, dann weiß man auch, die sind kräftig. Und
Sperrklinke, das ist ja für den Kraftschluss zwischen ja, Kraft, die aus deinen Beinen kommt, die übers Hinterrad auf die Straße oder auf den Untergrund übertragen wird. Und dass das gut funktionieren muss, das sollte uns eigentlich allen klar sein. Und gerade bei so sportiven Rädern, wo kräftig reingetreten wird, das ist extrem wichtig, dass da ein kräftiger Freilauf verbaut ist. Und ja, das Ganze ist auch wieder ein Gesamtsystem vom Laufradsatz, also die Narben und der Freilauf und das alles, kommt alles aus dem Hause DT Swiss, weil wir haben hier einen Systemlaufradsatz, den DT Swiss Spline C1800. Und wenn wir beim Laufradsatz sind, wir haben hier ein, also was heißt wir und ach, ist auch egal, wie ich das eigentlich meine was, oder was ich sagen wollte. Mir geht es dabei immer um die Steckachsen. Also Laufradsatz ist immer wichtig, ja, auf jeden Fall. Ist auch ein absolutes Performance-Rad, das kann man schon sagen. Und was da natürlich absolut nicht fehlen darf, das sind 12 mm Steckachsen. Also eine 12 mm Steckachse oder Schraubachse, es ist eine Schraubachse, wenn man es ganz genau nimmt, ist halt mehr als ein 5 mm Schnellspanner und dadurch gewinnt das Rad natürlich auch nochmal an Steifigkeit und gleichzeitig auch an Sicherheit beim Bremsen, weil diese dicken Steckachsen, die sorgen einfach für, ja, wie soll ich das sagen, Verwindungssteifigkeit beim Bremsen. Ich habe das mal ausprobiert bei einem anderen Rad mit 5 mm Schnellspannachsen. Und beim Bremsen hat man richtig gesehen, wie die Gabel und das Vorderrad sich in der Gabel quasi verwunden hat. Das ist auch nicht schlimm, das ist auch technisch gar nicht anders möglich. Aber wenn man 12 mm Steckachsen hat, dann ist es deutlich weniger. Und ja, mehr Steifigkeit sorgt für mehr Sicherheit und gleichzeitig auch für optimalen Vortrieb. Ich meine, hier im Performance-Bereich, da brauchen wir keinen Reflexstreifen, da brauchen wir einen guten Reifen. Und hier haben wir einen Reifen aus dem Hause Schwalbe. Das ist der X1 Allround. So ist die Reifenbezeichnung. In einer Dimension von 33 mm breit und 622 mm Innendurchmesser. Das ist die Etronorm. Etronorm ist meiner Meinung nach das Genaueste. Kann man am besten mitarbeiten. Also wird ja auch zu Hause am meisten sagen. Ja. Ist ein schöner Reifen, gerade in dieser Farbkombination. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wirklich Skinwall nennt, auch bei Schwalbe, oder ob es irgendeine Markenbezeichnung vom anderen Hersteller ist, ist auch egal. Wir wissen, glaube ich, beide, was gemeint ist. So hier mit dem braun-schwarzen Reifen verleiht dem Rad nochmal, finde ich, eine besondere Optik. Haben Dieter und ich gerade auch drüber gesprochen. Das wird auch cool aussehen, wenn im Laden so ein paar Räder stehen, wo einfach solche Reifen drauf sind. Als immer dieses schlichte, langweilige Schwarz. Da gehe ich auch gleich weiter zum Schlauch, wobei dieser Reifen auch Tubeless Easy ist. So sagt das Schwalbe. Tubeless Easy würde ich sagen, ist das gleiche wie Tubeless Ready. Das heißt, kannst schlauchlos fahren mit den Reifen. Hier ist aber ein Schlauch verbaut. Auch nicht irgendein Schlauch, es ist der Schwalbe Aerotan. Ist ein besonders leichter Reifen, gerade für Performance-Räder gemacht. Es folgt gleich noch eine Bonusminute, aber was ich auf jeden Fall einmal loswerden muss, weil vielleicht sagst du jetzt, ja, ich will dieses Fahrrad haben, wo kriege ich das denn? Und bevor du jetzt irgendwie lange auf die Suche gehst, kannst du natürlich auch zu uns kommen. Dieses Rad ist jetzt verkauft, aber wenn du sagst, so generell das Thema Cyclecross, Gravel oder auch meinetwegen E-Bike oder Cargo-Bike, was auch immer, da bist du bei uns auf jeden Fall richtig und du kannst ganz einfach einen Termin zur Fahrradberatung über die Webseite www.hogendorn.de buchen. Da suchst du dir dein Wunschdatum, Wunschuhrzeit aus, kommst zu uns. Dann wirst du einmal ausgemessen und wir gehen ein paar Fragen durch, sodass du nachher ein Fahrrad bekommst. Das ist perfekt zu deinen Wünschen, zu deinem Einsatzzweck und ganz wichtig, darum ja die Vermessung zu deinen Körpermaßen passt, sodass du halt maximalen Fahrspaß genießen kannst. Das Fahrradgeschäft ist in Jadaberg am Esch 2 26349 Jade. Und wenn du jetzt sagst, jo, das Video war auch super, Fahrrad brauche ich nicht, dann lass einen Daumen hoch da, Kanal abonnieren, weil wir haben immer wieder Fahrräder,
die wir vorstellen. Wir haben, also wenn du auf unserem Kanal guckst, gibt es auch jede Menge Techniktipps oder auch, wie putze ich eigentlich mein Fahrrad. Da haben wir nämlich damals das allererste Mal ein Super Prestige vor der Kamera gehabt. Das zeigen wir da auch. Und einen Webshop gibt es natürlich auch, wenn du sagst, oh, ich kann nicht ganz nach Jadaberg fahren, das ist mir viel zu weit. Ja, dann findest du den unter shop.hogendorn.de. Und was soll ich noch sagen? Gerne darfst du das Video teilen, freut uns auch. Und wenn du einen Kommentar da lässt, weil du sagst, der hat irgendwas nicht erzählt, dann schreib das einfach in die Kommentare. Aber ich habe ja gerade auch gesagt, es gibt noch eine Bonusminute. Was in dem ganzen Video viel zu kurz gekommen ist, das ist in Wirklichkeit der Rahmen, weil du siehst hier einen Weltmeisterrahmen, so nennt Stevens das. Ich würde jetzt sagen, also ich weiß es jetzt nicht genau, welcher Weltmeister mit dem Rad unterwegs war oder mit diesem Rahmen unterwegs war, aber es ist auf jeden Fall ein Weltmeisterrahmen. Er ist extrem aerodynamisch und das ist in dem Video auch viel zu kurz gekommen, weil gerade die Kombination mit diesem Vorbau, der halt also erstmal ja, eine flache oder eine aerodynamische Form hat, das muss man auf jeden Fall erwähnen. Auch hier, Dieter sagte das gerade schon, das sind die Spacer. Ich so, ja, die sind ja gar nicht rund. Und ich habe das schon wieder so als Standard weggesteckt. Aber nee, ganz Standard ist das alles nicht. Also das sorgt auf jeden Fall für Aerodynamik, auch wenn man sich den ganzen Rahmen anguckt. Ist sehr clean Optik, sehr sauber gemacht. Auch hier ist auf jeden Fall bemerkenswert. Hier ist die Sattelklemme und die ist integriert im Oberrohr. Also hier, ich weiß nicht, ob man es im Video erkennt, aber hier ist ein 5er Inbus und da wird die Sattelstütze befestigt. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir hier einen super cleanen Übergang haben zur Sattelstütze.